Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler da draußen, hier zurück zu Project Zomboid. Es ist eine ganze Weile her, für mich jetzt schon fast 3 Wochen, dass ich in diesem Spielstand war und ich glaube, es wird langsam aber sicher mal wieder Zeit, damit wir hier überhaupt noch wissen, was wir hier tun. Ja, ich arbeite gerade eben massiv daran, dass ich die Mechanik und auch die Elektronik hochbekomme, damit wir selber endlich mal das ein oder andere Auto knacken können. Und das ist auch das, was ich heute gerne tun möchte. Was ich aber auch heute gerne tun möchte, ist im Grunde meine Base nochmal ein bisschen mehr absichern. Denn sind wir mal ehrlich, sicher ist sie nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass ich hier ein bisschen rumgeballert habe. Ich denke, wir sollten fürs Erste ein bisschen vorsichtig sein und diese Munition, die ich jetzt hier gerade eben habe, nochmal auf der hohen Kante lassen. Deswegen werde ich sie jetzt hier auch gerade eben nochmal aufräumen. Ist wahrscheinlich der sicherere Weg. Und dann mal schauen. Also warte mal, hier auf dem Boden liegt auf jeden Fall das gesamte Munitionsgedöns rum. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal die ganzen Schrotpatronen erstmal wieder in Schachteln verpacken und dann hier auf den Boden schmeißen. Dann habe ich auch vor. Kann ich das hier noch verpacken? Eine Schachtel packen, jawohl. Sehr gut, dann haben wir die 38er Patronen. Ich werde auch, glaube ich, tatsächlich jetzt einfach mal die Schusswaffen noch einmal ablegen. Und lieber nochmal mit dem Basie durch die Gegend ziehen. Was uns wahrscheinlich ein bisschen mehr bringt. So, auch die doppelläufige werde ich dann nochmal aufräumen, vorausgesetzt, ich krieg sie nochmal in irgendeinen Schrank rein. Es könnte sein, dass es. Nee, ich muss sie hier leider auf den Boden legen. Unsere arme kaputte Machete. Ja, ist immer noch so eine Sache. Ich weiß, dass da draußen noch eine Machete rumliegt. Oder zumindest. Vermute ich das ganz stark. Aber ich sehe da momentan einfach keine realistische Chance, an die ranzukommen. Das ist auch wiederum so ein kleiner Downer. So, jetzt kriegen wir gerade eben, tue den Beta-Blocker jetzt auch gerade eben nochmal hier rein. Den brauche ich jetzt hier nicht mehr unbedingt sofort. Wobei, ich könnte den Beta-Blocker auch theoretisch von der Tasche tun. Ist der da rein mit der Beta-Blocker? Der Beta-Blocker passt hier nicht mehr rein. Meine Fresse, okay, schade. Ich werde dann mal gucken, was ich jetzt hier noch alles aufräumen kann. Glaube, dass ich hier aber noch mal ganz, ganz kurz ein bisschen Wasser mir unten noch holen sollte. Unser Leben ist ja auch tatsächlich ein bisschen, nennen wir es mal, schwierig geworden. Den Schraubenzieher werde ich brauchen. Da ist der Baseballschläger mit Nägeln. Der eine ist schon ziemlich kaputt. Das heißt, ich nehme den anderen jetzt hier. So, dann haben wir schon mal jetzt den einen. Die Metallstange werde ich jetzt erstmal aufräumen. Ich werde ansonsten hier erstmal nichts nehmen. Die Dosen werde ich draußen rausschmeißen. Und was ich auf jeden Fall auch brauche. Ich glaube, das habe ich aber draußen im Auto oder in der Garage gelassen. Mir gerade eben nicht ganz sicher. Die Bücher habe ich, glaube ich, alle schon gelesen. Ich muss ja auch Mechanik skillen, ne? Das ist wiederum auch so ein Punkt, den ich noch nicht gemacht habe. Wie man es macht, man lässt immer irgendetwas übrig und dann ärgert man sich. Brett, Nägel, Propangastank. Ich kann ja auch theoretisch Auto zerlegen, aber das ist halt Metallbearbeitung. Das ist was ganz was anderes. Ich denke, dass wir fürs Erste hier ein bisschen genug herumgetobt haben. So witzig, ne? Ich kann theoretisch das Ding hier wirklich nutzen. Ich mache hier nochmal den Vorhang zu. So. Mein Gedanke ist, ich möchte eigentlich das hier wieder öffnen können. Aber dafür müsste ich irgendwie Zeug nach oben bringen. Das ist alles nicht so einfach, gerade eben auf den ersten Blick. Kann ich da nochmal Wasser organisieren? Nee, hier nicht. Hier kann ich nochmal meine Wasserflasche befüllen. Und jetzt haben wir auch gerade eben Hunger gekriegt, just in diesem Moment. Ich esse einfach mal ganz, ganz kurz eine Dose Chips. Eine Dose vor allem. Ich meine eine Tüte. So, gut. Das soll es jetzt erstmal sein. Und dann würde ich sagen. Gehen wir mal nach draußen. Mal wieder. So. Dann schauen wir mal.
Runter geht's. Ab jetzt in meinem Schleichmodus wieder unterwegs. Dachte gerade eben schon eine Sekunde lang, er schafft's nicht. So. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich jetzt erstmal quasi. Also, wisst ihr, ich will jetzt erstmal die Sache mit der Elektronik abschließen. Das heißt, ich muss noch durch die eine oder andere. Irgendwas? Nee, war es nicht. Okay. Ich muss noch durch die eine oder andere Wohnung. Und dann sehen wir weiter. Was haben wir denn da Schönes? Hier ist nichts Besonderes dabei. Das können wir lassen. So, ich möchte jetzt auch mal wieder ein bisschen rennen. Es gibt so vieles, was ich tun kann. Das Problem ist bloß, weil ich euch täglich im Grunde eine Folge bringen will. Ich will euch halt quasi nicht mit einer 10-minütigen Folge quasi so und Mörp hat Bücher gelesen. Schluss. Wisst ihr was? Das ist das Problem. Das kann man halt quasi so als einzelner Spieler machen. Aber wenn du halt dir so vornimmst, so wie ich, dass du pro Tag eine Folge bringst, vielleicht werde ich ja auch, aber auch diese Strategie einfach irgendwann mal sein lassen. Möglich ist es. Oh, da hat es geknackt. Und ich bekomme direkt nochmal einen Schraubenzieher. Das ist nett. So. Gott, das sind gleich wieder drei. Ich weiß nicht, ob ich gegen drei kämpfen will. Na, kann ich einen anlocken? Das ist ungünstig, wenn auf einmal alle sich bewegen. Ah, der hat mich gesehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Solange es nur einer ist. Oh, nice. Ich habe das Gefühl, das können wir. Oh, warte mal, ich sollte mal die Ohrhörer mitnehmen. Ich habe nämlich schon mitbekommen, dass die Ohrhörer gar nicht so schlecht sind. Da kann man sich nämlich auch etwas anhören. Ohne, dass die Zombies das mitbekommen. Okay, sehr gut. Die haben wir beide geschafft. Ohne dass sie uns geschafft haben. Das ist genau das, was ich wollte. Wir. Oh Gott, das sind auch drei. Also ich weiß es auf jeden Fall ziemlich sicher, dass es Respawn gibt. Das ist in diesem Schwierigkeitsgrad offensichtlich Standard. Das erklärt so einiges. Das heißt, ich werde sie auch niemals alle ausmerzen können. Das Einzige, was ich machen kann, ist zu gucken, wie lange ich hier diesen Quatsch überlebe, ne? Gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. So, unser altes Domizil. Da sind wir wieder. Oh, da ist ja jemand. Hi, diddly ho. Und ihr seht, ich habe inzwischen diesen Zielmodus eingeschaltet. Machen wir das hier zu. Damit ich halt auch wirklich sehe, ob ich jemanden anvisiert habe. Weil das ist etwas, was mich immer wieder verwirrt hat. Und ich habe das dann in anderen Videos von anderen Creators gesehen und habe dann festgestellt, sag mal, warum haben die diesen komischen grünen Schimmer? Hat es da irgendwo einen? Check erstmal die Umgebung, ne? Und ja, also das ist eine enorme Hilfe, wenn man halt genau weiß, okay, der ist anvisiert oder der war es halt gerade nicht. Das gibt eine Menge Erklärung für gewisse Dinge, die passieren oder halt auch nicht passieren. So, mir wurde übrigens auch geraten, dass ich einen Fernseher in mein Inventar nehmen soll, wenn ich, bevor ich ihn auseinandernehme. Will ich den dunklen Vorleger? Fernseher. Ich nehme jetzt diesen Fernseher. Und jetzt ist er in meinem Inventar. Und jetzt soll ich ihn hier zerlegen. Das würde mehr XP bringen. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie viel es mir gebracht hat. 47,5. Also es ging auf jeden Fall sehr viel schneller. Und man bekommt mehr Mats, habe ich auf jeden Fall gesehen. Also mir wurde auf jeden Fall gesagt, man bekäme mehr Mats und das scheint auch zu stimmen.
Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob ich wirklich mehr Erfahrung bekommen habe. Das ging mir so schnell, dass ich es überhaupt nicht gesehen habe. 47. Abbauen. Moderner Ofen, dafür bräuchte ich halt ein Schweißgerät. Also auf jeden Fall kann ich diese Lampe hier abbauen. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. So, also wir haben jetzt hier 47,7. Entschuldigung, 47,5. Bin gespannt, wie viel ich dafür jetzt bekomme. Wenn wir das geschafft haben, müssen wir die Metallbearbeitung bekommen. Das wird ein übler Grind, ich sag's euch. Aber zum Glück haben wir ein paar Autos vor der Tür. So, ich habe nichts Nutzbares bekommen. 51 allerdings hier dafür. Echt das da? Das Kolonie, das habe ich doch mal dahingestellt, ne? Da noch irgendwas? Das auch eine Lampe. Na also. Ja, willkommen in Grindhausen, Freunde, ne? Da müssen wir jetzt durch. Gibt aber zum Glück noch ein paar weitere Häuser in der Nachbarschaft. Und ein bisschen was haben wir ja schon nach Süden freigeräumt. Mein Ziel ist es ja immer noch, diesen Ranger-Pickup an der Tanke zu knacken. So, jetzt haben wir immerhin schon 55. Ich finde es ja nach wie vor schade, dass man so richtige Lichtschalter nicht auseinandernehmen kann. Und dafür müsste man ja auch irgendwas anderes auseinandernehmen. Okay. We did it, friends. Jetzt führt uns unser Weg zu den anderen Nachbarhäusern. Und ich scanne aufmerksam die Umgebung direkt vor mir. Rechts von uns ist ein Zombie. Und sogar mehrere jetzt. Unserem direkten Weg wäre nur der da. Die Frage ist, ob wir den überhaupt bekämpfen müssen. Das finden wir gleich raus. Ich glaube schon. Ja, weil ich zu diesen Hütten muss. Weil ich zu diesen Hütten muss. Ach, ist das schön, wenn es mit einem Schlag klappt. Ist das herrlich. So, jetzt muss ich bloß gucken. Genau, hier ist auch ein Haus. Da dürfte es auch mindestens drei Elektronikgeräte geben, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben wir erstmal die Elektronik, die wir brauchen, ne? Also ich meine den Skill. Da ist ein Zombie. Der hat uns gesehen. Müssen wir entfernen. Es ist wirklich eine krasse Erleichterung, wenn man das vorher sieht, dass man ihn treffen wird. Es ist eine krasse Erleichterung. Hier war ich auf jeden Fall schon. Frage ist, war ich im Haus? Und was habe ich dort gemacht? Es ist so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Okay, da war ich nicht drin. Da war ich drin. Ich war auf jeden Fall schon in der Bude drin. Da ist ein Radio, das ich auseinanderbauen kann. Aber wir sind ja paranoide, wir checken erstmal alles. Und da ist ein Fernseher. So, jetzt möchte ich das noch einmal geprüft haben, wie viel XP ich bekomme, wenn ich diesen Fernseher, wir wissen ja jetzt, wir haben 55. Wenn ich diesen Fernseher jetzt an mich nehme. Und den jetzt auseinandernehme. Das ging ja blitzschnell. 1,5. Das ist aber echt nicht viel. Also ich glaube, das ist wirklich vernichtend wenig. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es viel ist. Ich weiß auch, dass man früher diese Digitaluhren auseinandernehmen konnte, aber ich glaube, das hat man irgendwie geändert. Wahrscheinlich, weil die zu sehr genutzt worden sind. Schätze ich mal. Also auf jeden Fall, der Käse funktioniert so nicht mehr.
Zumindest nicht zu meiner Zufriedenstellung. Also für so einen riesen Fernseher 1,5 XP, das erachte ich schon als wenig. Und wenn ich dafür dann jetzt hier für so ein Radio, gucken wir mal gerade eben, wie viel ich jetzt dafür bekommen werde. Also 56,5 haben wir jetzt. Ey, es sind halt viel mehr, ne? Also wirklich einfach viel mehr. Das waren jetzt halt fast 8 oder so. Also man bekommt halt auf jeden Fall ordentlich Mats durch die Fernseher, aber mehr auch nicht. Da hat es eine Lampe. Die bauen wir auch ab. Ah, er hat sie gerade eben noch ausgemacht. Ich weiß noch nicht, warum sie extra ausmacht. Aber ich lasse ihm den Glauben, dass das sicher ist. Es könnte ja versehentlich der Strom wieder angehen, weil die Apokalypse einfach rum ist. Und dann wäre es sehr ärgerlich, wenn man sich dann den tödlichen Stromschlag holen würde. Da sind wir schon bei 67. Hier hat es keine Lampe. Also wie gesagt, wir waren hier ja schon mal drin. Jetzt auch nichts. Dann hier wird es auch nichts geben. Außer nochmal die Gelegenheit, hier sein Wasserfläschchen aufzufüllen. Gut, dann haben wir dieses Haus jetzt hier offiziell auch beendet. Düpp, düpp, düpp. Und ich werde dieses Mal aus der Vordertür rausgehen, damit die auch mal offen ist. Gut. Dann mache ich das hier mal wieder darüber. Ach, wir bekommen wieder Hunger. Da drüben sind auf jeden Fall auch welche und es läuft mindestens ein Zombie da rum. Dieses Haus habe ich, glaube ich, auch noch nie betreten. Natürlich hast du mich gesehen, olle Zombine. So, da war sie down. Da fiel ihr nichts mehr ein. Kein Bäh mehr. Da war ich auch noch nicht drin, glaube ich, oder? Zumindest. Doch, warte mal, ich war, glaube ich, mal kurz drin. Aber wirklich enorm kurz. Gucken wir nochmal rein. So, hier gibt es nochmal einen Schraubenschlüssel, Kabel, Holzhammer. Finde ich den Schraubenschlüssel, ehrlich gesagt, gar nicht so uninteressant. Das Kabel nehme ich auch mal mit. Ich weiß nicht, für was ich es brauche, aber ich nehme es mal mit. Und da ist auf jeden Fall schon mal eine Lampe. Mal das öffnen. Jo. Da sind mal Zombies rein und raus. Ich nehme mal übrigens das zerbrochene Glas mit. Ich habe gelernt irgendwo, dass man dieses zerbrochene Glas vom Boden nutzen kann. Und zwar als Frühwarnsystem, dass über den Boden Zombies laufen. Man sollte halt bloß immer Schuhe tragen selber. Aber dann hört man das, wenn man aufmerksam ist. Und das finde ich an und für sich eine ziemlich witzige Idee. Ah? Das muss fast haben. Ja, das sind wenige Dinge noch, die ich jetzt hier noch tun muss. So, und jetzt gucke ich gerade eben nochmal. Also wir wissen, der letzte Fernseher hat uns 1, irgendwas gebracht. 1,5 oder so. Was bringt uns dieser Fernseher jetzt, wenn ich ihn so rausmache? Wie gesagt, es könnte jetzt hier auf ungefähr 73 hochgehen oder deutlich mehr. Ich meine, wenn wir jetzt hier deutlich mehr XP bekommen, wissen wir, wenn wir Items brauchen, ab in die Tasche damit. Wenn wir XP brauchen, muss es draußen passieren, obwohl es unlogisch ist. Und ja, wir sind in der wunderbaren Welt der Unlogik unterwegs. Wir haben nämlich gerade eben auch 8 XP bekommen. Super. Mechanik. Oh, die Car Zone. Oh, das nehme ich mal mit. Ey, das wäre ja halt. Oh, fuck. Das ist genau das, was ich brauche, aber ohne Auto kann ich es nicht nutzen.
Beziehungsweise ohne Strom. Ich kann leider keinen Strom herzaubern. Oh Gott, da ist schon eine verrottete Tomate, geschmolzene Eiscreme. Anwender Nudelholz. Hier gibt es nochmal Essen. Komm, ich nehme das jetzt einfach mal mit. So. Werden wir früher oder später alles brauchen. Leere Schüssel. Spätzle, Zange, Schüssel. Ich habe schon gehört, dass man eine Schüssel eigentlich immer dabei haben sollte. Dörrfleisch, komm, das können wir kurz mal essen. Den Reis müsste man halt einfach irgendwann mal kochen, den nehme ich mit. Den Rest lasse ich gerade eben mal da. Wir haben noch die Möglichkeit, jetzt hier Cherry-Picking zu betreiben. Zette. Mal hier. Ach, original gar nichts, oder? Sneakers, eine Glühbirne. Jetzt noch ein Kopfkissen, hier hat es noch ein bisschen. Also im Grunde haben wir den Elektronik-Skill. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir können es ja auch gehen. So, den wichtigsten Teil. Naja, was heißt der wichtigste Teil? Den Outdoor-Teil könnten wir es auch nennen. Den haben wir uns jetzt hier gesichert. Mit der Elektronik. Sag mal, habe ich eigentlich all diese Zombies schon durchsucht, die ich hier massakriert habe? Ich glaube, ich hole es kurz nochmal nach. Könnte ja sein, dass da jemand was Cooles bei hat. Man sollte es vielleicht manchmal einfach checken. Na, ihr seht, na, man kann diese, mit diesen Armbanduhren nichts mehr machen. Weiß noch, in alten Videos haben die mitgenommen und haben dann halt permanent daraus ihre Elektronik geskillt. Was in meinen Augen auch irgendwo ein bisschen Sinn macht. Ich habe hier einen ganz, ganz komischen Sound gerade. Also, man hört dieses Dummen, aber da ist noch mehr. Wie so ein richtiges Flattern von einem Ventilator. Klingt komisch. Ich hoffe nicht, dass das irgendetwas ist, vor dem ich mich Angst haben muss. Vor dem ich mich Angst haben muss, vor allem. Genau, vor dem ich Angst haben muss. Also gut. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Geräusch herkommt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Aber es kommt definitiv aus dem Spiel. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen von denen durchsuchen. Das würde in meinen Augen ein klein wenig den Rahmen sprengen. Okay, wir machen uns jetzt erstmal wieder zurück und der Plan lautet jetzt: Mechanik lernen. Wir lernen mehr Mechanik. Jedes Auto, das Reifen hat, können wir die Reifen entfernen und auch die Batterie entfernen und wieder einbauen. Und das können wir mit jedem Auto, mit jedem Bauteil einmal am Tag machen. Und das bringt uns dann hoffentlich die nötigen XP. Und dann müssen wir, glaube ich, auf Mechanik Stufe 2 kommen und dann ist das Leben schön. Vorausgesetzt, wir schaffen das. Ein oder zwei Zombies? Zwei. Mit zwei Zombies auf einmal will ich gerade eben aus irgendeinem Grund nichts zu tun haben. Gibt für mich auch gerade eben ehrlich gesagt keinen Grund, mich mit denen unbedingt anlegen zu wollen. Wie gesagt, das Schießen, sage ich jetzt mal, das heben wir uns auf, wenn wir mal wieder ganz dringend Defensivarbeit leisten müssen. Oder Offensivarbeit. Also irgendetwas erobern.
Oder verteidigen. Mal, kann es sein, dass ich mich irgendwie verlaufen habe? Wo bin ich? Bin hier. Wo ist mein Haus? Das ist doch das da, oder? Ich bin schon längst wieder vor. Kann es sein, dass ich an meinem Haus schon längst vorbei bin? Rückfahrtszone. Das hat man davon, wenn man so lange nicht mehr hier war. Ich muss dringend irgendwie mein Sprinten noch weiter leveln. Gut, es levelt auch, aber es dauert halt echt lang. Vielleicht sollte ich auch irgendwann mal einfach mal so eine Joggingtour machen, wisst ihr? So völlig unbewaffnet einfach durch die Gegend rennen. Und einfach mein Sprinten und meine Fitness völlig bis unter die Dachkante skillen. Guck ich mal, ob ich jetzt hier einigermaßen richtig bin. Da hat's Zombies. Die habe ich doch hier über den Haufen geschossen. Aber wo bin ich denn, um Gottes Willen? Ich muss da jetzt hoch. So. Das müsste der Weg sein. Hier irgendwie. Das ist meine Wiese, glaube ich. Und da komme ich jetzt hier zu meinem Haus. Ja, da ist mein Zaun. Ja, wisst ihr, in echt würde man das halt sehen, ne? Aber halt wegen der Spielperspektive halt nicht. Gehen wir auch gerade eben mal in die Garage und gucken mal, ob ich da dann das entsprechende Werkzeug finde, um die Sachen ans Auto ran und wieder wegzubauen. Kern dürfte da ja keiner sein. Aber man kann sich halt nicht sicher sein. So, da ist eine Schaufel. Da ist der Kreuzschlüssel. Den werde ich jetzt gleich brauchen. Ich werde auch den Wagenheber brauchen. Ich werde dieses Glas mitnehmen. Bin immer noch traurig, dass ich in sowas hier kein Öl lagern kann. Also, dass man damit überhaupt nichts machen kann. Das ist sehr, sehr unangenehm. Okay, Freunde. Dann bauen wir jetzt hier erstmal diese Autobatterie wieder ein. Und gucken mal, ob wir da XP bekommen. Momentan stehen wir bei Mechanik bei 2,25. Wo kann ich hier die Batterie einbauen? Typ Schwerlast. Das hat geklappt. Wir waren bei 2,25. Jetzt sind wir immerhin bei 3. Juhu! Was haben wir bei den Reifen? Bremse, Federung. Da, Reifen. Ausbauen. Pack das mal dahin. Das dauert jetzt halt auch ein bisschen, ne? Also wir sind momentan bei 3. Oh, toll, es ist gescheitert. Ich bin zu dumm, einen Reifen auszubauen. Dann haben wir es dringend nötig, das Üben. Lustig ist, dass man selbst beim Scheitern Punkte bekommt. Ganz im Ernst, ich bin nicht mal sauer, dass es nicht geklappt hat. Und wieder einbauen. Ich meine, immerhin sind das jetzt schon mal 5 Punkte. Auch gescheitert, wow. Aber auch das Scheitern bringt Punkte. An und für sich ist das gar nicht so dumm, wenn man eine begrenzte Anzahl an Fahrzeugen hat. So, das hat jetzt geklappt. Jetzt haben wir immerhin 6,75. Dann auf der anderen Seite ausbauen. Wie gesagt, dann haben wir ja noch die anderen Autos, die wir da theoretisch zur Verfügung haben. Das eigentlich auch ausbauen? Ich kann selbst den Auspuff, glaube ich, ausbauen. So, das hat geklappt.
Und wieder einbauen. 7,5. Hey, 10% haben wir schon. Wir müssen das Ganze nur noch 10 Mal machen. So. 8,25. Jetzt kriegen wir den Auspuff. Kann ich den ausbauen? Tatsache. Da nutzt man denn den Schraubenschlüssel für? Noch witzig, dass dieses Fahrzeug angeblich für Leistung steht. Komma 259 ist halt gescheitert, macht aber nichts. Wir probieren es nochmal. Und wieder gescheitert. Jedes Mal fürs Scheitern Punkte? Tatsache. Also ich beschwere mich nicht, wenn es scheitert. Es sollte bloß irgendwann mal funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass es klappt. Wow. Das geht aber auch jedes Mal kaputt, das Ding, ein Stückchen mehr, ne? Und wieder gescheitert. Also ich richte dieses Fahrzeug hier zugrunde zum Wohle meiner Mechanikstufe. Aber das Ding hier ist ja sowieso nur noch ein Spielzeug. Sind wir mal ehrlich. Und wenn jetzt der Auspuff kaputt geht, geht er halt kaputt. Also mal gucken, ob ich auch noch irgendwie die anderen Sachen noch ausbauen kann. Ich krieg das Ding nicht ausgebaut, ne? Das ist der Oberhammer. Dann breche ich ihn jetzt halt raus. Und ja, das Lustige ist, ich könnte sogar noch weitermachen. Kann ich hier noch irgendwas anderes ausbauen? Kann ich die Bremsen ausbauen? Ich kann die Bremsen ausbauen. Wie schnell geht das? Und wie viele Punkte bekomme ich dafür? 14,25 sind wir jetzt. 15. Also jedes Scheitern bringt quasi die gleiche Anzahl an Punkten. Davon haben wir halt nicht viel. Was ist, wenn ich die Batterie jetzt wieder ausbaue? Bekomme ich dann nochmal ein paar Punkte? Ja, aber nicht wirklich viel. Geht die Autobatterie mal wieder auf die Seite. Okay, dann haben wir dieses Auto jetzt hinter uns zu lassen. Sind die da vorne dran? Da können wir wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Also gut, wir haben gelernt, im Notfall können wir da uns halt auch uns auch abmühen. Die Frage ist, ob es sich lohnt. So, fangen wir einfach mal mit den Reifen an. Ausbauen. Und gleich wieder einbauen. Dann immerhin schon bei 16,5. Zack. Und damit 17, das Verrückte ist, selbst ich bekomme immer nur 0,75. Bekomme immer nur 0,75. Egal, ob ich es schaffe oder nicht. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Unter diesen Umständen könnte ich mich halt auch ordentlich an diesem Auspuffen abgrinden, wenn ihr versteht, was ich meine. 18. Für das Scheitern. Und jetzt bin ich wahrscheinlich gleich bei 19,5, wenn es klappt. Nee, da ist es mehr. Okay, für den Erfolg bekommt man ein bisschen mehr. Aber es ist ungefähr genauso viel, wie ich damals von meiner Oma bekommen habe, wenn ich ein ganzes Wochenende lang für sie auf der Wiese gearbeitet habe. Da habe ich auch nur eine Mark oder 1 Euro bekommen. Gott sei Dank hat sie nicht gewusst, dass ein Euro doppelt so viel wert ist. So, und genauso lukrativ ist das hier, Leute.
Also das machst du auch nur so lange, wie du es auch musst. Das ist ja echt der Grind aus der Hölle. So, 29,75. Und das letzte Teil ausbauen. Das Problem ist, man muss, glaube ich, wirklich exakt 24 Stunden warten und man kann nicht erst bis zum Tagesende warten. Das heißt, wir werden das nicht morgen direkt machen, sondern ja, dadurch wird es halt ein bisschen länger dauern im schlimmsten Fall. Wir werden sehen, vielleicht mache ich auch immer zwei Autos pro Tag im Wechsel. Auch eine Methode, ne? Zumindest wäre das wahrscheinlich auch so rein für andere Aktivitäten ganz sinnvoll. Sag mal, kriegst du diese blöde. Du hast jetzt halt schon so viele Autoreifen wieder ran gemacht. Irgendwann mal müsstest du es eigentlich zufällig können. Na, also, jetzt haben wir immerhin die 25,6. Guck ich mal, ob ich hier noch die Autobatterie ausbauen kann. Also, wir haben 25,5, Entschuldigung, nicht 6, 25,5. Wie viel ist das jetzt wert? Ey, also die Autobatterie ist es echt nicht wert. Die bringt halt wirklich jedes Mal so 0,75. Ja, und auch beim Einbau wieder. Die ist es also nicht wert. Ausbauen brauche ich dafür halt mindestens Mechanik auf 5. Noch andere Dinge ausbauen. Eben Reifen, Bremsen, Federung. Nee, die kann ich nicht ausbauen. Kofferraum. Nee, auch nicht reparieren. Okay. Ja, es ist halt die große Preisfrage. Guck mal, wir sind jetzt ja auch schon sehr müde. Ob sich der Spaß halt hier jetzt noch lohnt. Aber auf der anderen Seite behaupte ich ja. So, jetzt machen wir erstmal hier die Reifen weg. Ausbauen. Das ist jetzt halt, zugegebenermaßen halt wahrscheinlich nicht so unbedingt der actiongeladene Kram, aber wir hatten ja schon eine Menge Action. Irgendwann mal muss man sich halt auch mal um solche Dinge kümmern, ne? Weil ansonsten wird es mich mit der Action immer schwieriger, wenn wir nirgendwo mehr hinkommen. Ich meine, ihr seht ja, was das Problem ist. Wir brauchen ein Auto, das funktioniert. Und es stehen welche rum, ich krieg bloß den scheiß Schlüssel nicht. Wobei ich natürlich drum kämpfen könnte. Ich könnte versuchen, drum zu kämpfen. Also Zombies können ja in der direkten näheren Umgebung die Items, wie, also insbesondere Schlüssel, droppen. Da gibt es so eine kleine Restchance. Aber sind wir mal ehrlich, will ich das da vorne wirklich tun müssen? So. Selbiges Spielchen hier. Und wieder rangebaut. Um 22:10 Uhr. Also wir werden definitiv einen Tag Pause machen dazwischen. Dadurch dauert es länger, aber dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich habe jetzt immerhin fast den halben Skill geschafft. Na also, we did it. Das heißt, wir können jetzt endlich reingehen. Endlich. Oh Mann, ich sag's euch. Den werde ich nochmal lassen. Das ist die Notfallkarre. Ich meine, die fährt ja auch theoretisch noch. So. Dann hoch mit uns. Wir sind wieder zu Hause.
Und ich finde, wir haben uns ein kleines Mahl verdient. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich diese Treppe hier einreiße. Damit auf gar keinen Fall die Zombies zu mir hoch können. Noch sehe ich keinen Grund dafür, aber der Grund könnte kommen, ohne dass ich es will. Nur zugegebenermaßen, in der Regel wird der Grund kommen, ohne dass ich es will. Lasst uns mal hier eine Dose Chili heute essen zur Feier des Tages. Das klingt doch jetzt schon mal geil. Natürlich die Kartoffeln hier noch rein, die Sardinen da noch rein. Den Reis hier noch rein. Muss diesen ganzen Elektronikkram gleich noch irgendwie ausräumen. Wo ist meine Dose Chili? Om nom nom. Immerhin sind wir jetzt nicht mehr hungrig. Aber ich möchte kurz mal satt sein, deswegen esse ich nochmal eine Packung Chips. Damit meine Lebenspunkte regenerieren. So, dann werde ich nämlich die Pfanne, die gittrige welche, hier noch reintun. Und diesen ganzen Elektronikquatsch jetzt hier ganz, ganz kurz auch mal aufräumen. Hier sind die ganzen kaputten Waffensysteme. Ich werde auch diese Machete jetzt hier dazufügen. Weil ich einfach hoffe, dass ich die irgendwann mal noch für irgendetwas Sinnvolles benutzen kann. Hier habe ich schon Aluminium, das ist gut. Hier, genau, hier ist mein ganzer Elektronikkram. Übern. Grün. Die kann man ja sogar einbauen und dann sieht das wirklich so entsprechend aus. Also, das ist wirklich grünes Licht, rotes Licht, finde ich voll geil. Aber das ist etwas, was wir jetzt momentan noch nicht wirklich sinnvoll machen können. So. Nicht die VHS-Kassette da rein tun? Yeah. Schraubenschlüssel kommt wieder hier rein. Baseballschläger benutzen wir weiter. Der hat auch noch gut Zustand. Das gefällt mir. Das ist zerbrochene Glas. Oh, die zwei kaputten Glühbirnen. Moment. Soll die vielleicht auch noch da reinräumen? Ich weiß nicht, wie kaputt die sind, aber die gehören auf jeden Fall da rein. Den Kreuzschlüssel behalten wir jetzt auch nochmal. Den kann man ja auch theoretisch als Waffe benutzen. Das Broken Glass tue ich mal da rein. Den Schraubenzieher, bis ich ihn brauche. Und den Wagenheber, bis ich ihn brauche. Denn wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt ein Auto finde, dem ich die Reifen abnehmen kann, Freunde, ich werde es tun. So, dann sind wir wieder mal an einen Punkt gekommen, an dem ich sage, das war ein, ja, erfolgreicher Tag. Wir leben noch, wir haben was gelernt. Und damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.